Okay Leute, es geht weiter mit Chrono Trigger. Und sehen uns mal an. Hallo. Es soll einen Schatz hier geben, aber ich will den Schatz dann haben. Muss ich irgendwas benutzen oder was? Ach komm. Benutzen. Wo ist dieses Promethe-Dings, was ich gefunden habe? Was? Was? Warte, was war das jetzt? Eingabe, Menü, Rennen, Karte, ersetzen. So. Hey, wie kann ich jetzt an den Schatz kommen? Wo ist das Ding? Warte, wo ist das? Oha, so viel Items kann ich tragen, oder was? Okay, ich lasse es. Ich lasse es einfach mal. Okay, aber... Ach, wartet. Okay, weiter. Ich muss kurz was sehen. Okay, da bleibt uns nur ein einziger Weg, diese hier anzugreifen. Angriff. 60. Ja, fick dich doch. 40. Und Luca, einen Schuss in seinem Maul und weg mit ihm. 20 Erfahrungspunkte, 2 Tech-Punkte, 120 Gil. Entschuldigung, speichern wir ab. Halt, Eindringling. Ich weiß nicht, wozu jetzt das Spiegel da war, aber wir haben ihn jetzt. Ich verstehe jetzt nichts mehr. Vielleicht erfahre ich ja später irgendwas, was sie machen kann. Und ich habe jetzt keinen Bock, um das nachzugucken. Weil ich habe Eis nicht. Ach scheiße, Chrono ist bald tot. Tonic. Okay, er ist wieder komplett Domatico. Und weg mit dir. Ja, du bist weg. Sehr, sehr gut. Der Frosch hat echt ein geiles Schwert. Komm, weg mit dir mit 116 Schaden. Sehr, sehr gut. Mit 78 Schaden. Sehr, sehr gut. 36 Erfahrungspunkte. Yeah. Belebung erhalten. Sehr, sehr gut. Verdammt, was mache ich ganz... Ich verwechsel immer die Knöpfe. Der Aufnahme des Knopfes und des Stoppknopfes. Mann, komm. Nein, warte, Kombination. Zyklon. Die sind alle in dieser Gegend, also sind die jetzt alle weg. Oder? Verdammt, ich dachte, die sind jetzt alle weg. Okay. Kleine Medusa weg. Jetzt kommen die Schlangen auch noch. 9 Schaden. Dafür wirst du jetzt sterben. Sehr, sehr gut. Ja, fick dich doch ins Knie. Was willst du eigentlich von mir? 23 Schaden. Sehr, sehr gut. 200 Erfahrungspunkte halten. 4 Tech-Punkte. 300 Gil. Belebung halten. Luca reicht nächste Stufe. Okay, ich speichere ab. Ich habe irgendein ungutes Gefühl. Was ist das denn? Wo ist die Königin? Achso, das ist ein Speicherort. Heilt es mich auch alles? Nein, das macht es ja nicht, aber ach, egal. Ist ja kein Final Fantasy, ist klar. Oh. Okay, hier ist ein Geheimgang. Was bist du für ein Teil? Ja, ist klar, du kannst sowas, ist klar. Fledermann und Komplize, Angriff.
Okay, das Teil ist schon tot. Scheiße, der hat sehr viel Verteidigung. Das ist ein Gewehrmädchen. Du musst damit angreifen. Also, nicht angreifen, ich meine schießen. Okay. Chrono lernt Stich. Sehr, sehr Stich. Und der geht's dann hier weiter. Und Angriff. Das Teil ist schon weg. Oh Scheiße, sie muss auch geheilt werden. Sonst kratzt sie noch ab. Mädchen, geh nach hinten und schießt noch einmal gegen seinen Kopf. Mach einen Headshot bei ihm. Das würde jeder Ego-Shooter dir sagen. Zum Glück bin ich keiner. Ich mag keinen Ego-Shooter, gar nicht. Ich mag es nicht, Menschen in einem Spiel abzuschießen. Okay, das muss ich ja nicht immer vorlesen. Oh, verdammt. Ja, sie braucht langsam einen Tonic. So, das reicht jetzt auch ein bisschen. Was ist das denn? Hat die Stachel da weggemacht? Okay. Oh, Pokémon. Oh, er macht einen Voltoball. Von wo kommst du? Ach, komm. Angriff, Angriff, Angriff. 29. Das Teil ist jetzt auch weg. Ach, ist nicht. Wie du... Ach, du Bastard. Du saugst mir Blut. Du saugst mir Blut ab? Okay. Ich wollte kein Blut spenden. Denn... Yeah. Egal, der Bastard ist weg. Dass du mein Blut abgezogen hast, hast du jetzt Pech. Sein Komplize ist auch weg. Jetzt ist noch der komische Fettsack noch da. Jetzt ist er weg. 26. 17, ey. Sehr, sehr gut. 34 Erfahrungspunkte, ja. Chrono erreicht nächste Stufe. Luca lernt Hypnowelle. Brock erreicht nächste Stufe. Die lernen hier ganz schnell neue Spezialattacken, ist doch geil. Heilung erhalten. Ein Tonic erhalten. Was steht da? Zettel, Eintritt verboten. Speichern. Oh, leck mich. Oh, verdammte Kacke. X-Schlag. Verdammt! Ach, nein! Ach, Scheiße! Ach, Kacke, ich habe bei so einem kleinen Wichser das auch noch gemacht. Schlagzunge. Hier. Okay, gut so. Sind die irgendwie ein bisschen behindert oder greifen die mich nicht mehr an? Oder haben die Orientierung verloren? 60, der ist auch weg. Okay, die haben mich gar nicht mehr angegriffen. Okay. 39 Erfahrungspunkte, 480 Skill. Und speichern das wieder ab. Immer zur Sicherheit, weil ich habe ein Gefühl, dass das Spiel dann wieder abkacken wird. Achso, okay. Ich greife mal diese Fledermäuse alle an. Ich brauche die Erfahrungspunkte. Ach, wie triffst du nicht? Ja, du triffst es mindestens. Das ist gut. Ja, saug an seinen Froschblut aus. Jetzt bei Luca. 46, sehr gut. Und so und so und so. Dankeschön, 64. Das Spiel macht echt süchtig, aber richtig. Denn. Hör auf mich abzusaugen, du kleiner. Okay, er baut auch gleich ein paar Tonics. Mädchen, kapier es. Es ist ein Gewehr. Dieses Mädchen kapiert es nicht. Und schlagt einfach mit dem Gewehr einfach rauf. Oh, ist eingeschlafen. Schnarch, schnarch. Nein, aufhören. Das geht nicht. Hä? Ich sag dies. Ihr wisst, was ihr tut. Er denkt wohl, er ist übermäßiger Boss oder so. Ja, Pech gehabt. 11 Erfahrungspunkte, 135 Geld, okay. Okay, wir können jetzt da hoch wieder. Die Schatz holen und auch Unterkunft erhalten. Also wie ein Zelt.
Denke ich jetzt mal, dass sein Zelt das sein soll. Kann ich jetzt hier speichern? Ach so, ach Scheiße. Okay, ich muss den einfach speichern zur Sicherheit. Okay, von da kamen wir. Jetzt gehen in die Mitte. Okay. Kommt her, kommt her. Stich. Sehen wir uns das einfach mal an, wie Stich aussieht. Oha, oha, das sieht heftig aus. Erstmal diese fetten Fettsäcke hier rumbringen. Übertreib. Übertreib, sag ich doch. Egal, der Fettsack ist weg. Der ist jetzt auch weg. Habe ich jetzt einfach so gehofft, aber anscheinend wollte er noch nicht gehen. Er wollte noch irgendwas zeigen. 24. Der Fettsack muss sterben, der ist gefährlich. Der ist gefährlich. Der ist jetzt auch weg. Jetzt ist nur ein Diabolo da. Verdammt. Ich muss Frogman auch ein bisschen hier helfen. Es gibt ein Let's Play, das Frogman. Ich nenne auch hier Frogman, den Typen hier. Luca reicht diese Stufe. Okay. Eisenschwert erhalten. Ein Lebenspunkt? Willst du mich verarschen? Hatte doch. Achso, warte. Das Schwert ist bestimmt für. Achso, das ist für ihn. Okay, Objekte, Tonic. So. Okay, das haben wir jetzt auch erledigt. Und Save State und ein bisschen Orgel spielen. Weil man weiß ja, man kriegt jetzt einen Geheimgang oder so. Wo ist jetzt der Geheimgang, der sich irgendwie geöffnet hat? Hallo, wo ist da ein Geheimgang? Ach so. Ach, dämlich, dämlich. Warte, da. Okay, okay, ich gehe lieber speichern. Ja, ich weiß, ich speichere zu oft. Okay, 6-mal gespeichert steht da. Die 10 ist auch. Also kriegt man eine Gesamtpunktzahl dann am Ende oder wie? Wie oft man gespeichert und so alles. Die Tür ist jetzt auf. Wir können einfach durch die Mitte durch. Aber wir die alle immer zusammen horden. Weil ich habe was Geiles vor. Ich will trainieren. Yeah. Und bist du weg? Okay, eine von diesen ekligen Viechern ist weg. Eigentlich hätte sie Krone in den Kopf schießen sollen. Okay, das hat 12 abgezogen. 29. Du bist weg. Jetzt kommt nur die Fettsäcke. Frogman, komm her. Ich brauche deine Unterstützung. 28. Yeah, Frogman. Sehr, sehr. Wieso gehst du wieder nach hinten? Egal. Gut, gut, gut. Wir kommen langsam dem Boss. 38, meine ich. Der hat so einen dicken Arm. Ich will auch so einen dicken Arm. Ach, hier ist auch ein Speicherpunkt. Hätte ich echt die Mühe lassen sollen. Okay, ich glaube, weil hier ein Speicherpunkt ist, denke ich mal, dass da gleich ein Boss kommt oder so. Ich hasse dich dafür, du Bastardo. 11. Die MP-Punkte muss ich gleich. Willst du mich verarschen? So. Weg. Bist immer noch nicht weg. Hier, Kopfschuss. Nein, die steckt dich mit einem Gewehr. Ach. Das Mädchen ist unlogisch. Obwohl sie die Erfinderin ist und sehr schlau sein soll. Okay, Ether. So. Okay, ich habe kein Ether mehr. Egal, jetzt gehen wir speichern. Die Lebenspunkte sind noch akzeptabel, wie die gerade stehen. Und
Safe State und weiter geht's. Bald ist es soweit, Königin Lena. Bald ist es soweit und du wirst mein Kind gebären. Frog! Majestät, tritt zur Seite und überlass uns die Ehre. Seid vorsichtig. Kämpfen ist sinnlos. Niemand wird hier lebend rauskommen. Unser erster Boss. Dummer Frosch, wird Zeit, dass du den Löffel abgibst. Verwandlung. Du könntest echt als alter Mann... Oh, sowas Ekliges. Sowas Hässliches. Wieder Jagra geworden. Bossmucke. Egal, Doppelstich. Schlagzunge. Okay, 65. Willst du mich verarschen? Feuerwurf. Verbrennst du? 55. 60. Ah, ich verstehe langsam. Jedes Mal, wenn ich physisch angreife. X-Schlag. 174. Yeah. 50. Habe ich gewonnen? Oh, komm, hör auf. Nadelstrudel. Jagras Spezialangriff. Verdammt! Wenn er jetzt stirbt, dann bin ich sauer. Okay, er lebt noch. Belebung. Heilung. Lass das Mädchen in Ruhe. Sie ist gerade auferstanden. Verdammt. Belebung. Okay. Verdammt. Objekt, Belebung, ihn. Objekt, Heilung, auf dich. Okay, jetzt muss ich wieder richtig kämpfen. Okay, der Boss ist schwer. Ich glaube, ich bin ein bisschen unterlevelt. Er will mich verarschen. 62. 92. Echt? X-Schlag. Bams. Oh, scheiße. Ach, verdammt, das Mädchen ist gestorben bei mir. Ich hätte sie gerne wiederbelebt, aber anscheinend 50 Erfahrungspunkte erhalten. 600 Gil. 50 Erfahrungspunkte, verdammt. Und, Frau, was hast du zu sagen? Ihr könnt mich zu retten. Danke, Frog. Der König wartet. Gehen wir ins Schloss zurück. Und, ich danke euch, Krone und Luca. Ja, tausend Dank. Bitte kommt mit uns. Ja, okay, wir kommen mit dir. Ein Äthermedizin erhalten, oder was? Oh, echter Kleinster. Puh, danke. Das Biest hat mich hier eingesperrt. Oh, Europa, ich bin unverletzt, wie ihr seht. Mit wem redest du? Okay, könnte man den... Ach komm, so. Ah, verdammt. Tonic. Okay, komplett mal auffallen. Wir sind Stufe 7 und trotzdem hatten wir so Probleme bei dem. Okay. Vielleicht hab ich mich auch noch dumm angestellt. Kann auch sein. Warte mal. Da sah aus, dass da irgendwas sein könnte, aber anscheinend nicht. Okay. Lass uns ins Schloss zurückkehren.
Dun, dun, dun. Und speichern. Ich war um dich in Sorge, Lena. Yeah. Yeah. Dieser böse Jakra, mich einzusperren und die Königin zu entführen. Wir brauchen ein Rechtssystem in diesem Reich, um solche Teufel zu bestrafen. Denn ich habe als Wächter Königin Lenas versagt und Schande über euch gebracht. Frog, geh nicht, Frog. Frog, komm zu uns. Du gehörst unserer Truppe jetzt ab sofort. Hallo. Danke, Krone, aber wer war die Maid, die wir in der Schlucht fanden? Ihr kam zur rechten Zeit. Wer weiß, was ohne eure Hilfe aus mir geworden wäre. Übrigens, wo ist das Mädchen, das man für mich hielt? Ach ja, ich habe Prinzessin Nadia ganz vergessen. Krone, wohin ist Prinzessin Nadia verschwunden? Vielleicht ist sie noch hier. Dieses böse Jagd, ja. Okay, die muss irgendwo in der Nähe sein anscheinend. Din, 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 din. Die Musik ist so geil. Okay, so und so und so. Din, 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 din. Ich wusste es, dass sie hier wieder auftauchen würde. Yeah, Male, wie geht's dir denn? Hä? Was ist passiert? Was ist Nadia? Krono. Es war schrecklich. Ich weiß nicht mehr alles genau. Ich war an einem kalten, düsteren und einsamen Ort. Ob es so ist, wenn man stirbt? Ja, du warst in der Hölle. Willkommen zurück, Prinzessin. Ihr habt euer Leben für mich riskiert? Prinzessin? Hä? Hä? Was? Was? Was los? Ihr habt's wohl rausgekriegt. Ach so, das stimmt's wohl. Tut mir leid, dass ich dich getäuscht habe, Krono. Yeah, Popo wackeln. Ich bin Prinzessin Nadia. Mein Vater ist König Guardia. Der... 33. Es war so lustig mit dir auf dem Fest. Wenn du gewusst hättest, wer ich bin, Krono, dann hättest du mich bestimmt nicht rumgeführt, stimmt? Doch. Oh, Krono, genau dafür mag ich dich. Yeah. Der echten Königin geht's gut, nicht? Also gehen wir nach Hause, Krono. Ja, wie sollen wir jetzt nach Hause gehen denn? Wir müssen einen Zeitsprung machen, oder was? Wir müssen einen Zeitsprung machen. Aber das steht ja keiner, und das, ob das alltäglich wäre, jetzt einfach durch die Zeit zu reisen. Okay, jetzt reden wir mit der hier. Ihr seid die echte Königin Lena, oder? Du könntest tatsächlich mein Zwilling sein. Also habt ihr zwei nur Spaß miteinander, sonst bin ich in Schwierigkeiten. Ich drück euch die Daumen. Wie bitte? Nicht so wichtig, es ist wohl Zeit zu gehen. Und? Ein Glück, ihr seid wohlauf. Du ähnelst Lena. Benimmst dich aber ganz anders. Egal, ihr habt mir sehr geholfen. Wie kann ich euch danken? Und du? Du könntest Lenas Zwillingsschwester sein. Okay. Frog, bleib bei uns. Durch meine Schuld geriet die Königin in Gefahr. Ich werde euch verlassen, um weiteres Unheil zu vermeiden. Ihr! Eure Ähnlichkeit mit der Königin ist geradezu unheimlich. Kronen, mich dünkt dir liegt das Schwert. Was? Mich dünkt dir liegt das Schwert? What the fuck? Fröschele, du warst aber auch nicht schlecht. Fröschele? Fröschele? Din, 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 din. Das war doch behindert. Feldkappe, Damenkleid. Geschwindigkeit, Hastgurt. Bronzebogen. Okay, jetzt müssen wir durch den Wald wieder. Jetzt müssen wir wieder durch den Wald. Aber jetzt sind wir zu dritt und jetzt kann die Party losgehen. Ach, komm. Ich weiß jetzt nicht, wo ich jetzt hingehen soll. Okay, die macht wenig Schaden. Ich glaube, ich kaufe hier eine neue Waffe oder so. Wenn ich ja irgendwas habe für ihr. So, 62. 15 Erfahrungspunkte, yeah. Male lernt Aura. Doppeltag, Aura-Werbe gelernt.
Sehr, sehr gut. Warte, welches Level ist hier eigentlich mit... Ach komm, hör auf. Okay, die ist auch 7. Okay, sehr, sehr gut. Okay, und so. Raus mit uns. Denn, 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 denn. Ich weiß nicht, wohin ich gehen soll. Denn, 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 denn. Keine Schlafmöglichkeit. Denn, was hat... Okay, das war... Ah! Ja, reden wir nochmal. Was willst du kaufen? Bronzehelm. 400 Gil. Tonic haben wir. Ich hole mir jetzt noch 6 Stück. So. Unterkunft. Nee, nee. Wir haben voll viel Geld gesammelt, habe ich gerade so gemerkt. So. Und. So. Sehr, sehr gut. Und speichern. Ach komm, so weiter. So auch noch speichern. Wie viel nun hat. Ach, 26. Komm, es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Da gibt's noch was. Was ich vielleicht noch tun kann. Oder nicht? Ich weiß jetzt nicht, wo ich jetzt hingehen soll. Sinas Brücke. Und du? Dieser Frosch ist schwimmend zur anderen Seite gelangt. Hallo, ich will den Frosch wieder treffen. Der Frosch war korrekt. Okay, er ist auf der anderen Seite, aber wie soll ich jetzt in meine Zeitalter zurück? Also in meine Zeit. Soll ich den gleichen Weg wieder zurückgehen, oder wie? Friedensschlucht. Okay, so. Was bist du für ein braunes Teil? Egal, komm. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, aber ich mach das einfach mal. Hat er gerade mich vergewaltigt? Du kleiner Lustmolch. Jetzt vergewaltigt auch noch ein Mädchen. Okay, bei mir habe ich es nicht verstanden. Bei Mädchen. Ja. 13, okay. Steppt dieses Teil auch mal langsam. Ja, macht nicht solche Grimassen. Der erinnert mich ein bisschen an Gogo Eggman von Scarpon Flame, seine Let's Plays. Tonic halten, yeah. Wartet. Okay, weiter geht's. Und irgendwie läuft jetzt alles flüssiger. Hallo? Aus welcher Richtung kam ich? Achso, so. Okay, da ist ein Warp-Tunnel oder Dingsbums. Wie kommen wir nach Hause? Prinzessin, wir. Bitte nenn mich Male. Also gut, Male, beobachte. Man hat einen auf Sailor Moon. Wow! Luca, du bist erstaunlich. Ja, nicht wahr? Oh, ich meine. Keine falschen Bescheidenheit. Du bist wirklich begabt. Ich würde meine königlichen Vorfahren sofort gegen deine Genie eintauschen. Nun, wenn du meinst. Jedenfalls nenne ich dieses Ding hier ein Tor. Es ist eine Art Portal, das einen in denselben Ort einer anderen Epoche bringt. Tore sind sehr instabil, also habe ich aus dem hinter meiner Teleschlüssel einen Torschlüssel gemacht. Jetzt haben wir sie unter Kontrolle. Aber warum schien dieses Tor plötzlich? Entweder war es die Teleschlüssel oder etwas anderes. Jetzt wird's mir kompliziert. Kehren wir endlich in unsere Zeit zurück. Genau, kommst du, Chrono? Okay. Jetzt sind wir wieder auf Drogen. Boah, wenn ich das immer sehe. Warte, ist noch die Party da? Ich will das nochmal machen. Und, puh, wir sind zurück. Chrono, Luca, habt ihr nicht Lust, mit mir ins Schloss zu kommen? Wir könnten zusammen zu Abend essen. Male, entschuldige all das hier. Soll das ein Witz sein? Ich hatte seit Monaten keinen solchen Spaß gehabt und auch keine Freunde. Oh, Chrono, sei so nett und bring sie nach Hause. Ich habe noch etwas zu tun. Bis bald, Luca. Und? Bringst du mich nach Hause, Chrono?
Ja, dann nehme ich dich in mein Bett mit und dann zeige ich dir, was ich dann tolle Spielchen nicht kann. Oh. Ach so, ich weiß, wie man die Katze zu ihr zu ihnen bringen kann. So. Die Katze muss jetzt irgendwo. Okay, ich informiere noch, und dann sehen wir uns gleich hier wieder. Also, bis später.